Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, ich bin mal ganz kurz schlafen gegangen, habe gleich mal 10 Kronkorken dafür gezahlt, damit die Leute hier wieder aufstehen und wir vielleicht uns leichter tun mit der Suche nach den Vieren, die wir hier finden sollen. Ich glaube, 4 waren's. Wurscht. Jedenfalls hat mich hier diese Ärztin hier angequatscht und ich würde sagen, wir fragen gleich mal blöd weiter. Was? Du bist Arzt? Also ein Arzt? Ich bin eigentlich Veterinär. Jetzt schau mich nicht so an. Knochen werden immer gleichgerichtet, egal ob man 2 oder 4 Beine hat. Also kommen wir zu dir. Was kann ich für dich tun? Veterinär. Handeln. Mich heilen. Kein Interesse. Wohl, können wir machen. Mich heilen. Ja, wirf mal bitte einen Blick drauf, Doc. Was fühlt sich denn komisch an? Beschreib mir, was los ist. Kein Chem-Abhängigkeit. Strahlung heilen, 40. Puh, da. Gesundheit wiederherstellen. Jo, eigentlich, so verstrahlt sind wir nicht, ne? Also, Was nix. war's? Pass in Zukunft besser auf dich auf, okay? Ja. Nee, lass mal so. Gut. Wir sollen hier. Hey Spatzel. Wir sollen Kaufst hier du vier manchmal was Synth fürs Leber finden oder und die nein, zum sicher Institut nicht. zurückbringen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die sind nicht hier in der Stadt. Gott sei Dank. Die scheinen hier irgendwie auswärts zu sein. Wenn ich jetzt auf die Karte schaue, werden sie mir zwar hier in der Stadt angezeigt. Aber ich glaube, damit können wir noch ein Stückchen gehen. In die Richtung. Ich werde natürlich sprinten. Ah, da sind wir. Da müssen wir hin. Alles gut. Ich habe auf Sie Hallo. gewartet. Wie ist denn die Lage? Also, wie ist die Lage? Ich nehme an, Sie wissen Bescheid. Unsere Ziele sind im Gebäude. 4 Synths unter dem Schutz der Railroad. Die Leute in der Siedlung haben nichts damit zu tun und dürften sich raushalten. Die Situation ist eskaliert. Ein verdeckter Einsatz scheint unmöglich. Wir gehen rein, sichern die Synths und ich begebe mich per Transmission mit Ihnen zum Institut. Verstanden? Jawohl. Missionsparameter Was? haben sich geändert. Ich durfte nicht mal was Beschießen. anklicken. Fordere Unterstützungstransmission an. Du Arsch! Entschuldigung, dem Fall wirklich. Oh Gott, das für die Bruderschaft ist auch da. Ja, natürlich, der hab ich allen gepetzt, ne? Na jo, gibt's haufenweise EP, ne? Wo ist jetzt der Eingang? Fix und die Geigen. Ja, das scheint schon irgendwo hier zu sein. Alter! Warte mal. Irgendwie ist das gerade kacke. Ja, ich hätte das nicht machen sollen. Ich bin gerade echt Vollgas geballert. Moment. Es hieß doch gerade, wir dürfen uns da. Die Ding darf sich raushalten. Ist der eine Sünd hier rein oder was? Ja, komm mal her. Na, ich glaube, das lade ich nochmal neu. Weil unsere Leute gehen da nämlich ein und das ist nicht so schön. Ich darf dann doch nicht wetzen, ne? Und bei dem Sauhaufen kann man nicht agieren. Das geht nicht. Na, wartet mal kurz. Wartet mal kurz. Ich wollte es ja nur mal probieren. Ich habe gedacht, vielleicht geht es irgendwie. Nein, geht nicht. Jetzt muss ich ein Stückchen runter. Und zwar war das hier. Richtig. So, warte, ich fange von da an. Ganz gemütlich. Wir gehen niemandem was petzen. Es gibt dafür eh keine EPs. Und gehen dann einfach ganz gechillt und ruhig die Synth nach Hause schicken. So, also es wird niemandem was gepetzt. Wir gehen schnurstracks hierhin. Bunker Hill. Es gibt keine anderen Optionen, wie gesagt. Sofort hierhin. Yep. Und dann schauen wir mal, ob wir einfach so im Stillen und im Geheimen das jetzt hinbekommen.
Dann müssen wir da einfach viel zu viele Leute klatschen. Sicher durchs Umnieten der Bruderschaft und der Railroad können wir problemlos, und dafür sein vielleicht problemlos, Erfahrungspunkte sammeln, aber keine Ahnung. Das ist kacke. So. Lade bitte. Lade, lade. Ich dachte nur, vielleicht kann man sie gegenseitig irgendwie ausstechen, aber das wird so nicht funktionieren. An dem Punkt hier werde ich mich bereits für eine Seite entscheiden müssen, fürchte ich. Ja. Ich will ehrlich gesagt schon doch eine Chance irgendwie geben. So. Da wollte jemand das Gesindel wirklich fernhalten. Hat nicht funktioniert. Sehr freundlich. So, nochmal. Also hier lang. Geheime Operation. Wo bist du denn? Da. Da vorne ist der Typi. Der Runner. Hallo, Kumpane. Ich habe auf Sie gewartet. Ja. Lage. Also, wie ist die Lage? Ich nehme an, Sie wissen Bescheid. Unsere Ziele sind im Gebäude. 4 Synths unter dem Schutz der Railroad. Die Leute in der Siedlung haben nichts damit zu tun und dürften sich raushalten. Missionsparameter haben sich geändert. Wir schießen. Fordere Unterstützungstransmission an. Jetzt sind die trotzdem da? Ich habe keinem was gebetzt. Ich habe hier keinem was gepetzt. Naja, was soll's. Da. Müssen wir halt so momentan. Was? Wer will sterben? Achso, der Sündheini war das. Darf ich da jetzt rein? Komm ich nicht auf. Mann, ey. Aber ist der Scheißkerl nicht da drin? Vielleicht auf der anderen Seite. Das ist gerade echt komisch. Ich hätte jetzt echt und ernsthaft mit einem... Weiß ich nicht. Irgendwie mit einem Eingang oder so gerechnet, ne? Was? Nein, ich glaube nicht, oder? Ah, okay, das ist irgendwie total kacke, diese Mission. Ehrlich und unkompliziert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht soll ich die einfach fallen lassen und ich, ich habe keine Ahnung, wo ich da reinkomme. Jetzt soll ich mich reinporten. Das könnte ich auch machen. Schummeln ein bisschen, ne? Ansonsten habe ich nämlich keine Ahnung. Bis. Aha, hier geht's mal rein. Okay. Was bist du? Railroad-Krieger. Jawohl. Oh, eine Pumpe. Wer bist du? Nur einer, der Schiss hat. Okay. Ja, super, ne? Irgendwo in dem Haus drin. Ah, da. Aha. Hier, okay. Schande. Wie schaut's aus, Inventar? Voll wahrscheinlich, ja, Schande. Das auch noch. Naja, es wird hoffentlich nicht so groß sein, der Dungeon. Schauen wir mal. Gehen wir mal rein. Boah, ey. Boah, ey. Jetzt wird da auch geballert. Ich glaube, ich bin... Ich kann halt mal vernünftig was rauben und stibitzen hier. Was? Das war echt Glück. Na? Was machst denn du da? Na, passt schon. Alter, was geht denn da ab? So, ich muss mal die Buffen wechseln. Bum bum, Clash Chaper, bum bum bum.
Bum, 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 Clash Chamber, bum, bum, bum. Jawohl, so geht's die ganze Zeit. So. Ist ja. Ja, das ist nicht toll. Hey, meine Punkte. Wieso ich. Ich bin schon auf dem falschen Knopf. Das ist so ärgerlich. Nee, heute läuft es schon mal nicht gut. Mach mal hin, nicht alte Schachtel, echt. Nein. Ja. Weg mit dir. Wer bitte hat denn jetzt... Na. Ist mir zu glauben, sowas. Trifft mal was. Jawohl. Da oben ist auch noch jemand. Oh, ein Boss sogar. Es darf halt auf keinen Fall jemand überleben. Am besten ist, ich lasse mich bei der Railroad gar nicht mehr blicken. Wenn es nicht muss, ist, ich hoffe, es ist nicht muss. Hallo? Alter. Sind wir jetzt hier bald fertig? Ach, da kannst du nicht... Echt. Jawohl. Jawohl. Da drüben ist noch jemand. So, getroffen. Habe ich was? Hoppala, so nicht. Alter Schwede. Bäm. Bumm. Schau, ich müsste das einsehen. Die Synth sind wahnsinnig, ja? Ja. Wer ist noch? Da unten rennt noch einer. Alter, die haben da alles umgeballert, ne? Yay, das alles mitnehmen, ne? Anker Hill gehört uns. Ich nehme nur die Munition mit, weil sonst bin ich wieder voll wie ein Christbaum. Legen wir los. Boah, obwohl die Rüstung nicht schlecht wäre. Hä? Da drüben. Nanu, wo ist er denn hin? Hallo? Du denkst, die Karla da. Ich glaube, das sollte vielleicht gar nicht sein, oder? Verdammt viel Blut. Na, hallo? Jemand muss mir helfen. Denkst du? Na, wo ist denn hin? Hallo? Arschkopf? Ja, aha! Mutantentöter, Fatman. Der war das, okay. Na, großartig. Was? Jawohl! Schlecht. Die Carla. So, die Stange Zigaretten noch. Was? Aha, okay. Ja, die ist mir momentan wurscht. Vorsicht, man kann nie wissen, wo das herkommt. Ja, da ist auch wieder recht. Oh Gottchen, da wären wir wieder ganz schön voll, ne? Da wären wir wieder voll, voll und überladen, voll und voll, voll, voll. Aha. Okay, die hat schon wieder ausgelöst. Mist. So, US-Flagge, die nehmen auch mit dem Band. Oh Gott, ich bin schon wieder voll. Ah, ich will nicht voll sein. Hancock, hilf mir mal tragen, bitte. Was brauchst du? Hoffentlich hast du noch Platz. Ist reichlich vorhanden. Gott sei Dank, er hat noch Platz. So, das und dieses und jenes und das und das und das. Dieses, das, das und das.
Den Fatman kannst auch haben. So, die Pistole. Obwohl die gar nicht mal so schlecht wäre. Ah, und Hancock ist schon voll. Okay, Bill geht noch. Bill können wir noch schleppen. Er ist da auch zum Schießen, du Puppert. Blechdose, ich habe keine Ahnung, ob ich... Ich meine, ich bin sicher momentan nicht richtig. So, so. Boah, ey, das alles wieder mitzuschleppen, mitzunehmen, ist wieder eine kleine Herausforderung. Okay, die Dinger gehen nicht. Ich sollte vielleicht mal wieder Licht machen. So, jetzt geht's da wieder runter. Wo zum Teufel laufe ich denn hin? Ah, da haben wir sie ja. Ich habe nach dir gesucht. Ich habe Geld. Es gehört dir, wenn du mich gehen lässt. Nö. Geld, Gewalt und den Code. F633. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Delta 62 Arcus. Da sind sie. Gott, das ist ein Runner. Oh nein. Benutzen Sie die Codes und wir kehren zurück zum Institut. Die Zeit drängt. Jawohl. Der erste ist weg. Na schön, Sünd. Bitte. Nein. Z3 gnadenlos. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Gamma 49 Typhoon. So, tschüss. Du auch. Keine plötzlichen Bewegungen. Bitte, nein. Bitte doch. Y9 Jawohl, gerne. 15. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Beta 77 Tempest. Nochmal sowas. Sünd. Komm, bitte. Tu es nicht. So. B257. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Theta 93 Stratus. Das sind alle. Passt. Fertig, Sammer. Nee, das lasse ich sicher nicht nochmal zu, dass wieder so ein Sünd eine ganze Raiderbande anführt und dann wieder Chaos Angst und Schrecken da verursacht. Sicher nicht. Also diese Dinger kommen jetzt alle wieder zurück zum Syndikat. Die sollen wieder richtig funktionieren und sich dann, wenn sie hinhauen, richtig eingliedern in die Gesellschaft. Ganz einfach, Ausschluss, basta. Es sind Maschinen, ja, wir reden hier nicht von Menschen, es sind Maschinen. Und wir wissen es von Terminator, das geht nicht gut. Wenn die nicht richtig funktionieren und dann ihren freien Willen hinhauen und gehen und machen tun, dann haben wir bald den Schirm auf die Menschheit und dann wird es uns sicher bald nicht mehr geben. Ja, das ist doch wohl nachvollziehbar. Also, Kack auf die Railroad, Kack auf die Bruderschaft. Wir ziehen jetzt unser eigenes Dingchen durch mit unserem Söhnchen. Der Gute wird schon wissen. Ja, das passt so. Der Gute wird schon wissen, was sich gehört. Außerdem ist es nur anständig von ihm, dass er die Maschinen, die er selber auch mitentwickelt hat, und Anführungszeichen vielleicht auch ein bisschen bauen geholfen hat, dass die nicht funktionieren, dass er sie wieder zurückholt. Ich meine, schaut euch an, Autoindustrie etc. Funktionieren die Autos nicht richtig, werden sie auch zurückgeholt, bevor sie an den Menschen Schaden machen. Das ist in Ordnung. Und bei einem Sünd, der noch obendrein selbstständig denken kann, bis zu einem gewissen Grad, sage ich mal, bei dem, oh armer Sünd, du schaust ja aus wie ein Mensch, bitte bleib doch da und erschieß mich irgendwann, wenn du Bock hast, bitte. Ja, sicher nicht. Ganz einfach. Mensch und Maschine. Ich bin ja eigentlich auch so ein Typ, ich mag schon gern, dass die Sünd sich unter das Volk mischen dürfen. Da habe ich nichts dagegen, überhaupt nicht. Aber wenn sie zu einer Gefahr werden, das kann man doch nicht machen. Denkt mal an die Kinder. Denkt mal an Kinder. Die Kinder gehen jetzt zur Schule oder was weiß ich, von der Schule nach Hause und auf einmal werden sie irgendwie von ihrem Lehrer erschossen. Ja, das stellt sich raus. Ups, der war ein Sünd. Der hat sich eingliedern wollen in die Gesellschaft und das hat halt nicht hingehauen. Ja, kannst... Ah, hoppla, das ist mehr gekommen. Kannst dann auch sagen, jo, das ist halt Pech. Kannst du das dann sagen, wenn du selber davon betroffen bist, als Mutter, als Vater, als Pflegeeltern? Willst du das verantworten? Nee, oder? Eben. Also ist das aus meiner Sicht eines der vernünftigsten Methoden, die man machen kann. Einfach diese fehlgeleiteten Typen
einsammeln, die kommen ja eh wieder raus. Ist ja nicht so, dass die jetzt für immer dort bleiben. Wenn sie repariert sind, dürfen sie wieder unter die Menschen. Es hilft halt nichts, wenn so ein Trottel ausdickt. Wo geht's da hin? War ich da schon oben? Schon, oder? Ich hoffe. Auf jeden Fall, wir dürfen weg. Können wir uns von hier aus eigentlich schon porten? Das wäre echt der Hammer. Das will ich jetzt mal probieren, weil der eine darf ja, ne? Da darf ich hier schon sofort weg. Moment. Hallo? Ah, da. So, Institut. Na, geht natürlich nicht. Der eine darf sich wegporten, wir nicht. Ich dachte, unser Gerät ist so viel besser. Frechheit. Na gut, dann laufen wir halt raus. Lalalalalalala. So, ja, können wir vielleicht noch ein bisschen ein Gramm, an Gramsch, genau. An Ramsch mitnehmen. Gramsch. Ach ja. Ein bisschen an Ramsch mitnehmen. Warte mal. Ah, hier. Genau, da ging's raus. Und da draußen wird schon voll Gas geballert. Aber die sollen sich nur die Köpfe einschlagen. Sollen sie nur machen. Wir machen uns aus dem Staub. Ganz einfach und unkompliziert. Ja. Na, wie gesagt, ich finde, kaputte Maschinen sind gefährlich. Das ist einfach so. Kaputte Maschinen sind gefährlich. So, ich hoffe, die ballern da nicht 3 Jahre rum. Ich hau da mal ab. Die Siedlung ist eh in Sicherheit. Wir mussten nur diese Sünd da holen. Perfekt. Somit ist unser Auftrag erfüllt. Boah. So, die Buffen stecken wir mal weg. Wir müssen jetzt... Was? Hm? Ich sorge dafür, dass hier alles reibungslos... Die Quest ist hier nicht zum Abgeben? In den Ruinen. Aha, da muss ich hier hin. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich hätte lesen sollen. Ich hätte lesen sollen. Ich hätte lesen sollen. La la la. Upsi. Na los, na los, na los. La la la, la 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 la. So, ja. Gut. Dann hier irgendwie. Da vorne. Da. Was macht mein Sohnemann denn hier? La, 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 la. Dann machen wir das mal auf und schauen nach. Da waren wir einmal ganz kurz drinnen, glaube ich, ne? In dem Gebäude. Und sind wir dann wieder raus. Was? Da ist jetzt unser Büble drin. Was macht Sean hier drin, bitte? Da soll man richtig sein. Da drüben? Hey! Klo. Wieso ist hier bitte? Und das hier soll stimmen? Okay, das hier soll stimmen. Ah! Okay. Wie hat es unser Büble da durchgeschafft? Wahrscheinlich wieder teleportieren oder so, ne? Kann ich dann bitte für hier auch so einen Teleporter haben? Das wäre ganz lieb. So, und jetzt? Da drüben. Wie
Junge, was machst du denn hier? In all den Jahren habe ich das Institut nie verlassen. Nicht einmal seit dem Tag, an dem sie mich hierher gebracht haben. Ich hatte nie einen Grund. Aber jetzt, das bestätigt nur die Wahrheit, die ich schon immer kannte. Das Commonwealth ist tot. Hier gibt es keine Zukunft. Die einzige Hoffnung der Menschheit liegt im Untergrund. Warum bist du dann hier? Sarkastisch, nicht so schlimm. Es war mal anders. Eigentlich ist es nicht so schlimm. So schlimm ist es nicht. Die Leute überleben. Vielleicht, aber der Preis wäre viel zu hoch. Hier werde ich daran erinnert, welches Glück ich hatte, dass mir ein Leben im Ödland erspart blieb. Du glaubst, ich wurde aus dem Vault entführt. In Wahrheit hat das Institut mich gerettet. Eigentlich uns beide. Und ich? Ich war der Einsatz. Sie haben mich am Leben erhalten. Sie haben mich eingefroren. Sie haben mich eingefroren, sie haben mich am Leben erhalten. Tja, eigentlich streng gesehen schon, aber warum nur mich? Ich bin zu überwältigt. Na, bin ganz weg, ne? Sie haben mich eingefroren, ja, aber und ich? Warum mich erneut einfrieren? Natürlich als Sicherung. Ich war der perfekte Kandidat. Ein Säugling mit unbeschädigter DNS. Wäre aber etwas schiefgegangen, wäre ich gestorben. Das Institut brauchte einen Plan B. Eine weitere Quelle für DNS aus der Zeit vor dem Krieg. Am besten verwandt mit dem Hauptexemplar. Meine Eltern waren dafür perfekt geeignet. Daher hat man euch im Vault am Leben gehalten und beschützt. Als ich dich aus Vault 111 freiließ, hatte ich nicht erwartet, dass du da draußen überleben würdest. Zwischen all dem, aber dass du es geschafft hast, mich gefunden hast und ins Institut eingedrungen bist, außergewöhnlich. Was ist daran außergewöhnlich? Du bist mein Bursche, ey. Warum jetzt, sarkastisch? Du hast mich rausgelassen. Wurde auch Zeit. Warum jetzt? Warum lasst ihr mich jetzt raus? Nach dieser langen Zeit? Das ist... schwer zu erklären. Es war nicht mehr nötig, dich eingefroren zu lassen. Ich wollte wohl sehen, was geschehen würde. So eine Art Experiment. Würde das Commonwealth dich wie alles andere verderben? Würdest du überhaupt überleben? Ich habe mich vor allem gefragt, würdest du nach all dieser Zeit versuchen, mich zu finden? Ach, weiß ich es. War es das wert? Das ist jämmerlich. Ich liebe dich noch. Nur ein Experiment. Ja, ist eigentlich schon fies, ne? War es das wert? Ich liebe dich noch. Freilich liebe ich dich noch. Sean, eines solltest du wissen. Ich liebe dich. Das sehe ich. Das ist... bemerkenswert. Nach deinem Erfolg in Bunker Hill werden noch größere Dinge kommen. Die Synths sind unversehrt eingetroffen und werden umfunktioniert. Danke für deine Arbeit. Ich hoffe, das Risiko war nicht zu hoch. Nö, sind wir eigentlich nur außen und rum und dann unten alles niedergeballert. Die haben sich gegenseitig erschossen. Ha, ha, da wir gar nicht viel was machen brauchen, stell dir vor. Ja, aber trotzdem, umfunktioniert musste sein. War es wert? Zeitverschwendung. Fragen wir blöd weiter. Umfunktioniert zu was? Was meinst du damit, dass die Synths umfunktioniert werden? Wir werden Anpassungen vornehmen, um ihre Programmfehler zu beheben. Danach werden ihnen neue Aufgaben im Institut zugewiesen. Das war nicht das erste oder letzte Mal. Die Railroad bleibt natürlich ein Ärgernis. Aber wir werden uns, falls nötig, darum kümmern. Und du? Tja, du hast den Test wohl bestanden. Das hast du gut gemacht. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oder vielmehr unserer Dankbarkeit.
Es war Zeit, dich stärker in die Zukunft des Instituts einzubinden. Komm bitte rein. Das Direktorat hat eine Besprechung und du solltest dabei sein. Ich warte dann. Das reicht. Es ist Zeit, wieder reinzugehen. Ja. Sehr gut, dann machen wir das noch, würde ich sagen. Wir dürfen uns nämlich eh porten. Ach so, ne Mann. Aber er hat schon recht, ne? Ich habe mich sowieso gefragt, wie es die Leute überhaupt geschafft haben, so lange zu überleben. Es ist aber auch merkwürdig, dass es weit und breit keine Babys gibt. Kleinkinder schon, aber keine Babys. So als ob die Menschheit bereits so mutiert ist, sag ich mal, dass Fortpflanzung gar nicht mehr möglich ist. Es ist schon seltsam, dass wirklich weit und breit kein einziges Baby ist, irgendwie, irgendwo. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie beeindruckend es ist, in Ihrer Nähe zu sein. Moi, bist du nett. Dachte er auf, mich so zu schmeicheln da wäre die ganze rot. Klingt, als wären die Raider in Libertalia ein harter Brocken gewesen. Aber na, um Gottes Willen. Die haben wir weggeballert wie nix. 3-4 Schuss und weg war einer. Hallo? Da ist er nicht. Vielleicht oben drum. Ah, ich Depp. Na, das ist falsch. Wo war noch schnell? Ah, da musste ich hier... Warte, wo war das jetzt schnell? Da oben, ne? War nicht da oben der Besprechungsraube? Rauben, genau. Raum? Ja, genau. Hier ist er. So, ich bin da. Ich glaube, ich soll mich hinsetzen, ne? Da. Wir sollten jetzt anfangen. Entschuldigung, aber was hat die denn hier zu suchen? Darauf gehe ich noch ein. Zuerst gibt es aber andere wichtige Themen. Die Unruhen im Commonwealth nehmen weiter zu, wie wir alle wissen. Dein Bericht? Alle Institutseinrichtungen sind immer noch sicher, mit einer bedeutenden Ausnahme. Intern läuft ansonsten alles nach wie vor gut. Ayo behält die Dinge an der Oberfläche im Auge. Ja, die Wächter melden keine weiteren Bedrohungen neben denen, die schon identifiziert wurden. Wir überwachen noch die erhöhte Aktivität bei Fort Independence. Es gibt derzeit aber keinen Grund zur Sorge. Der Flughafen von Boston ist weiterhin besetzt. Außerdem ist die Bruderschaft an mehreren weiteren Standorten im Commonwealth präsent. Laut Geheimdienstberichten ist diese Railroad weiterhin aktiv und wird immer ambitionierter. SEB-Agenten überwachen alle bekannten Situationen. Sehr gut. Danke. Es ist klar, dass unsere Sicherheit in Zukunft oberste Priorität hat. Also, wie sieht es mit Phase 3 aus? Findest du wirklich, dass wir das jetzt besprechen sollten? Bei, nun ja, all den anwesenden Personen? Ah ja, stimmt. Hast du irgendwas über Phase 3 gehört? Phase 3? Ich glaube nicht. Natürlich. Keine Ahnung. Phase 3? Was ist Phase 3? Sie ist für uns sehr wichtig. Energie ist, wie du an der Oberfläche gesehen hast, äußerst wertvoll. Ich rede nicht von irgendwelchen abstrakten Konzepten. Ich meine nutzbare Energie. Die, mit der man Lampen leuchten lässt. Mit jedem Fortschritt des Instituts steigt unser Energiebedarf. Über die Jahre hinweg gab es viele Kompromisse und Opfer, um diesen Fortschritt zu ermöglichen. Kompromisse? Sarkastisch. Es ist nötig. Das ist Schwäche. Na, Kompromisse? Welche Art von Kompromissen? Mitunter mussten wir unsere Energie aus Anlagen an der Oberfläche beziehen. Das ist riskant. Für Personal und Ausrüstung. Das ändert sich jetzt. Phase 3 ist die Aktivierung eines Atomreaktors, der das Institut auf alle Zeit mit genügend Energie versorgen kann. Das stellt unser Überleben und unseren Erfolg sicher. Okay. Reaktor, unsicher. Wichtig, Katastrophe. Reaktor? Kannst du mir mehr über den Reaktor erzählen? Aber sicher. Er wurde vor dem Krieg für das Commonwealth Institute of Technology gebaut. Allerdings nur zu Testzwecken. Im Laufe der Jahre haben wir die Technologie erweitert und viele große Fortschritte erzielt. Jetzt sind wir fast bereit, ihn zu aktivieren. Der Reaktor ist so gut wie einsatzbereit, aber die letzten Tests haben gezeigt, dass noch Dinge zu tun sind. Daher kommen wir jetzt zu Phase 3 und zu deiner Hilfe. Sir. Ja, Ayo.
Bisher haben wir noch Kellogg für Operationen an der Oberfläche eingesetzt, oder? Tja, er ist fort. Es gefällt mir zwar nicht, meine eigene Mutter in Gefahr zu bringen, aber sie hat bewiesen, dass sie gut zurechtkommt. Ja, aber... Das steht hier nicht zur Debatte. Über ein Thema müssen wir aber noch reden. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Holdren, doch, ist es. Bitte. Wie einige von euch bestimmt wissen, werde ich jetzt seit geraumer Zeit von Dr. Volkert behandelt. Tut mir leid, aber das ist schwer für mich. Alle Versuche sind gescheitert. Was? Keine der experimentellen Behandlungen war erfolgreich. Ich muss euch leider mitteilen, dass ich sterben werde. Was? Bitte was? Leute, bitte, tut mir leid. So wollte ich es dir nicht sagen. Aber uns läuft die Zeit davon. Du stirbst? Kann nicht sein. Helfe dir. Das ist nicht witzig. Na, ich helfe dir auf jeden Fall. Es muss eine Möglichkeit geben, dir zu helfen. Jetzt zählt nur noch die Arbeit des Instituts fortzuführen. Alles wird gut. Das versichere ich dir. Wir können später noch reden. Jetzt steht die Zukunft des Instituts auf dem Spiel. Das Institut kann ohne Führung nicht überleben. Das Direktorat muss weiterhin die besten Interessen aller wahren. Daher ernenne ich meine Mutter zu meiner Nachfolgerin. Oh Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Wirklich? Eine schlechte Entscheidung. Wie kannst du das rechtfertigen? Sie ist keine von uns, nicht mal eine Wissenschaftlerin. Ich ignoriere deinen fast schon ungehorsamen Ton und sage dazu Folgendes. Das Institut hat genug Wissenschaftler. Was es braucht, ist Führung. Ich glaube, meine Mutter hat sich in dieser Hinsicht als äußerst fähig erwiesen. Damit ist die Besprechung beendet. Danke. Wenn jetzt die Webcam an wäre, würdet ihr sehen, wie mir der Mund offen steht und drei Fliegen reinfliegen. Entschuldigung, ich habe dir gerade nicht zugehört. Ich bin gerade baff. Mich trifft hier nochmal der Schlag im Institut. Ich schwöre, ihr könnt mich auch gleich behandeln. Ihre Fortschritte werden irgendwann die Welt verändern. Mich trifft der Schlag. Nein, mich trifft echt der Schlag. Das wusste ich nicht. Ich weiß, das ist ganz schön viel auf einmal. Tut mir leid, Mutter. Ich hoffe, es war nicht zu anmaßend, dir die Leitung zu übertragen, ohne dich vorher zu fragen. Wo bist du? Leitung übernehmen, unsicher. Ich kann das, will nicht. Aber Sohn, ich ohne dich... Was würde es bedeuten, die Leitung zu haben? Die meisten Abteilungen des Instituts sind recht autonom und können auch ohne Einmischung perfekt funktionieren. Wenn es aber zu Interaktionen kommt, treten Probleme auf. Du würdest dem Direktorat in Sachen Richtlinien, Schlichtungen und Ähnlichem vorstehen. Es steht außer Frage, dass ein Teil des Direktorats und das Institut als Ganzes beruhigt werden muss, was deine Ernennung angeht. Daher möchte ich, dass du diese neueste Operation leitest. Dr. Fillmore kann dir die Einzelheiten erläutern. Es stehen schwere Entscheidungen an. Für uns alle. Besonders aber für dich. Ich weiß, du wirst das Richtige tun. Geht sich's aus? Ach, gerade nicht. Habe ich schon mal erwähnt, dass mich hier der Schlag trifft? Kein Wunder, dass ich alles stibitzen darf, wenn das dann alles mir gehört. Unsere eigene kleine Stadt, große Stadt, wie auch immer, unterm Berg, im Berg, unter der Erde, ich bin total fertig. Jetzt haben wir Sean gerade erst wieder gefunden. Jetzt ist mir auch klar, warum er unbedingt will, dass der Sünd fertig wird. Boah, ey. Na. Es ist toll, dass du hier bist. Auf einmal warst du nicht gerade irgendwie gegen mich, du komischer grüner Fuzzi Heini. Ich bin gerade. Also, das ist echt, echt schwere Kost. Ich muss das wirklich sagen, das ist schwere Kost. Ganz, ganz schwere Kost. Es ist. Ich glaube, ich weiß nicht, müssen wir runter, müssen wir rauf? Ich muss mal schauen. Der Part ist nämlich eh gleich zu Ende, ein paar Sekündchen noch. Nicht vergessen.
vergessen. Boah, Gesundheit und Zufriedenheit gehen Hand in Hand. Ja, ich bin gerade ganz weg. Ich bin gerade ganz weg. Das wird wahrscheinlich dann, wenn er auf dem Sterbebett liegt, wird er dann wahrscheinlich mir den kleinen Sean übergeben, denke ich mal. Da werde ich sterben, das weiß ich jetzt schon. Da kann ich mir gleich ein Backeltaschentücher nehmen, hinlegen, mal das Mikro muten und mal ordentlich schneuzen. Flauter fertig. So, irgendwie darüber, glaube ich, ne? Okay, aber das werden wir dann wahrscheinlich, so wie es ausschaut, erst im nächsten Part machen. Ich denke, da oben werden wir hin müssen. Nein, bin ganz weg momentan, echt. Irgendwie da rein? Stimmt das hier? Nein. Rosalind Orman. Na. Okay, nein, ich bin gerade im. Ich schnief gerade ein bisschen, es tut mir leid. Es ist gerade so. So traurig einerseits. Ich finde die gerade nicht an. Da vielleicht? Na, da geht sie auch nur raus. Da oben vielleicht? Aha, da sehe ich was. Nochmal ein Stückchen höher. Okay. Ich laufe nochmal kurz dahin. Ich hoffe nicht, dass sie mich jetzt dann anquatschen tut. Da irgendwo müsst... Ah, ja, ja. Da dann. Alles klar. Na gut, ihr Lieben. Ja, ich brauche jetzt auch mal wieder ein kleines Bäuschen. Das hier ist echt... Puh. Also, es ist schon ein bisschen heftig, aber... Vielleicht gibt es für unseren Büblein noch trotzdem irgendwie eine Hilfe, eine Lösung. Das wäre echt super. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!